Wir Menschen haben eine Aufgabe hier auf diesem Planeten übernommen, sonst würde unser Dasein keinen Sinn machen. Ob das der Daseinszweck ist, Häuser zu bauen, Häuser sind wenigstens nur Behausungen, aber was der Daseinszweck ist, Teile zusammenschrauben, wie uns das Charlie Chaplin in moderne Zeiten schon gezeigt hat, dass man selbst, wenn man zwei Schrauben nur den ganzen Tag anzieht, irgendwann so abgestumpft ist, dass man eine von diesen beiden Schrauben vergisst und dann auch noch entlassen wird, weil man zu deppert ist, dass man zwei Schrauben zusammentut. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, ob das der Lebenszweck ist, als Monteur irgendwo zu arbeiten oder die Schaufel zu schwingen. Ich meine, wichtig ist, dass wir das, was wir hier uns erschaffen haben, diese Erde, natürlich gestalten. Umgestalten, hier eine, dort wo wir sind, eine menschlich, für uns Menschen sinnvollere oder leichter zu bewältigende Form geben. Aber wenn wir so überlegen, oder wenn ich so überlege, dann haben wir uns eigentlich das Leben immer schwerer gemacht. Wir haben zwar immer mehr Apparate erschaffen, damit wir apparat sind, also weg von unserem Pares, vom Ausgleich, also wir machen uns unausgeglichen, apparat oder apares, damit wir die Dinge, die uns angeblich das Leben erleichtern, weil es ja so schwer ist, durch eine schwere Arbeit, die uns keinen Spaß macht, verdienen, um dann gar keine Freude an dem Gerät zu haben, weil es möglicherweise kaputt geht oder die Reparatur wäre, was wir verdienen. Also es ist alles nicht ganz so sinnvoll, was wir da machen. Und es ist gerade ein sehr heiliger Zeitpunkt, jetzt so 20., 21., heute ist der 22. Mai, 23., 24., heute haben wir einen 7er Tag, morgen ist ein 8er Tag und übermorgen geht dann die Schleife auf und es geht in die Vollendung. Und ich habe also festgestellt, was wir immer dann, wenn solche Zyklen da sind, was wir da vollenden können, sollen wir vollenden. Und wenn es uns gelingt, unser schöpferisches Dasein wiederzuerkennen, also die Vollendung unseres Jochtums, indem wir uns einfach umeinander buckeln und irgendwelche Sachen machen. Wenn wir das auflösen können, dann sind wir in der Gnade des Schöpfertums. Ich glaube, dass wir alle Schöpfer sind, weil wir ja geschöpfte Geschöpfe sind. Ja, da ist der Enzo. Schau mal, Enzo. Weil wir alle Geschöpfe sind, geschöpfte Geschöpfe. Und somit auch die Aufgabe haben, wenn er uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat, auch zu schöpfen. Und schöpfen heißt aber nicht bauen. Schöpfen heißt nicht Zirkelsteiner Brenner und sie aufeinander zu legen. Schöpfen ist was anderes. Und weil wir uns beim Schöpfen oft so schwer getan haben, haben wir uns auch oft geköpft. Und im Kopf, aber da ist das Opfer drin. Ja. Und viele Menschen rennen heute auch kopflos durch die Gegend. Und das habe ich auch lang gemacht, Jahre, Jahrzehnte lang bin ich kopflos durch die Gegend gelaufen. Habe ich geopfert und war dann denen böse, die gemerkt haben, dass ich mich angeblich für sie opfere und habe gesagt, warum bist du so blöd? Und darum opfere ich mich jetzt eben nimmer, sondern ich gebe mich hin, ich bringe mich ein, ich bin da, parat, präsent und tue, was mein Herz von mir verlangt oder was man mir auf den Lebensweg stellt, um es zu lösen, zu erlösen, zu belösen. In diesem Sinne, einen gelösten Tag. Vierte Gott, Servus.